Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Athenern. In der letzten Folge, so wie in den Folgen davor, bauen wir gerade unsere Provinz ein bisschen auf. Funktioniert alles sehr gut. Springt zumindest. So, ich mal weiter hier. Zu euren Dienst. So, du kannst wieder hier rüber, oder? Warte, die können hier an Land gehen. Ah, dann lass mich mal hier. Ich habe genug Zufriedenheit. Und dich schicken wir mal auch hier rüber. So. Wo investieren wir wieder als nächstes rein? Das Militär mache ich zum Schluss. Ich freue noch gar nicht mehr. Wein. Nicht schlecht. Um. 47 nach Haupt bringst du. Heftig. Hier ist Unzufriedenheit. So, hier waren wir durch. Was abgerissen? Nee, hatten wir nicht. Ah, wir hatten es vorgehabt. Ja. Militärpräsenz macht nur 2 aus, das ist gut. Charaktere macht 6 aus. Ist also 8 allein dadurch. Sind schon mal weg. Hab ich euch gesehen, eine Woche erweitern. Was ist denn hier? Die Stabilität der Provinz, das baut sich langsam auf. Dann kann ich ja hier das bauen und. Ist ja Zufriedenheit mehr da. Muss mal langsam mal irgendwie unsere. Ah ja, ich habe ganz vergessen, Bakter ist ja da. Das hat man nicht vergessen. Oh, die sind riesig geworden. Die sind auch richtig riesig. Boah, sind auch riesig. So, handeln kann ich mit denen anscheinend nicht, okay. Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Was ist es, das euer nobles Volk von uns wünscht? Das ist die Satrapie von Patien. Gut. Bitte nehmt meine bescheidene Person als Publikum für eure Bedingungen an. So sprecht. Ja, die kommen auch langsam runter, das ist super. Patzen ist riesig, ey. Bakterien aber auch. So, in den beiden östlichen Völkern kann ich also nicht so trauen. Hunger gut. Nach einer Schlacht. Dann wollen wir mal die Runde beenden, oder? Ja, machen wir das mal. So, wenn ich Salamis aus habe, ich die ganze Provinz, dann wäre auch nicht schlecht. Glaubt mal, die Militärprovinz, die wird ordentlich rein. Die ist ja viel größer als meine bevorige, wo ich meine guten Einheiten beziehen konnte. Muss ich auch langsam überlegen, wie ich taktisch meine Einheiten, also meine Armeen, so positionieren kann, dass sie möglichst effektiv viel abdecken.
ich neue Spione haben? Nee, kann ich nicht. Na toll. Zu euren Diensten. So, hier wird Unruhe gestiftet. Ich kann nichts dagegen machen. Ich könnte den jüngeren Spion abziehen. Oh, das ist aber echt eine kurze Reise nur vor dir. Erstaunlich. Vor allem durch die Region kommst du sehr schnell durch. Dein Werk ist vollbracht. So. Wie kann ich euch dienen? Wir hungern nach einer Schlacht. Zu euren Gut, ich stelle mal hier hin. War das alles? Ja, zufrieden ist trotzdem da. Das ist super. Ah, da werden sie doch besser. Okay, verstehe. Leichte Tasten. Ich erwarte eure Befehle. Boah, Golderfahrung ist echt heftig. Wir hungern nach einer Schlacht. Wie kann ich euch dienlich sein? Wie kann ich euch dienen? So, da wollen wir mal den hier töten. Bereiten wir mal ein bisschen unser Land. Ja, Feind und Reich, dann ist er wieder hier unten. Die haben aber auch eine Zufriedenheit hier, ey. Sieht auch zufrieden aus, 15. Kann ich durchaus rein investieren sogar. Mystische Pleucherie. Machen wir. Ich erwarte eure Befehle. Übrigens sind es 2300. 1300. 877. Das ist eine Menge. Erstaunlicherweise auch viel. Gucken wir uns mal jetzt die Provinzen an. Am besten Verdientum durch Makedonien. Ich glaube, es wird auch noch abgelöst. Früher oder später passiert das noch. Wird glaube ich, hier Asia ist es. Asia wird das übernehmen. Definitiv. Naja, können wir ja die Runde schon wieder beenden. Ach, meine Würdenträgerin ist aufgelevelt. Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. So. Verbessert hatte ich mal dahingehend. Wollen wir jetzt mal die Runde beenden. Es wartet Ruhm! Angriff! Seht nicht bequem von einem Hügel herab. Ja doch, das mache ich weiterhin. Diese Ab... Trotzdem nicht, dass er mein Land betreten, aber wir haben jetzt doch mal mitgeholfen. So. Ich muss auch in die Forschung reingucken, wie weit wir da eigentlich sind. Würde ich mal gerne wissen.
Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Dies ist die Chance, den Streit zu begraben. Ergreift sie oder leidet weiterhin. Euer neues Angebot ist fair. Ich schwöre bei Zeus, dass wir unseren Teil des Abkommens einhalten werden. Solltet ihr auch. Weiterhin Krieg mit euch möchte ich nicht und ihr möchtet mit mir auch Krieg nicht haben. Werde ich mit euch. Flucht. So, in Navisos wurde der Boden vergiftet. Okay. Ach, das ist ein Spion. Schappe ich auch noch aus. Ihr Leben ist das eure. Ja, vielleicht wohl reicht auch. Ist er zumindest weg. Machen wir mit dem Spion hier genauso. Bin der beflügelte Sieg. So, schicke ich mal hier rüber. Hier wollten wir forschen. Es scheint eine gute Forschungsrate zu haben. Ups, die Bewegungsreichweite, was machst du? Kosten für Belagerungseinheiten. Ach, kann auch wieder zivil forschen. Am liebsten sogar hier rein investieren. Auch noch an Wirtschaft. Und noch Konstruktion fertig bauen, wäre auch cool. Wo sind wir stehen geblieben? Aus. So früh weiter pushen wollen, müssen wir den bauen. Wir wollen auch den bauen. Dann können wir auch noch den hier bauen. Oh, bitte nochmal die Runde. Die verdienen schon ziemlich gut. Militär muss ich auch noch ausbauen. Wäre auch keine schlechte Idee. Ja, sehr friedlich gerade, finde ich super. Muss mir nur Sorgen machen, was jetzt da mit den Bojan passiert, weil die scheinen wohl ein bisschen nerviger zu werden in nächster Zeit. Das möchte ich nicht mehr. Ja, unruhig stiften. Attentatsversuch. Ich schon wieder auf meinen Wundertypen hier. Das scheint doch ganz gut zu arbeiten. Kommandant! So, die Unzufriedenheit spürt man ja hier richtig. Ja, dann wollen wir hier mal einen neuen Würdenträger rekrutieren.
hier. Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. So, ist eigentlich schon relativ weit. Zufrieden bist du denn? Bei 17 bist du. Gasthaus. Das gibt aber ordentlich Nahrung, ey. So, und hier bauen wir jetzt mal Schrein der Athena. Hier Heidi rein. Und dann können wir die Runde schon wieder beenden. Eigentlich müssen wir noch bewegen. Nennt mich nix. Gerade mal 3 Runden hast du gebraucht, um durch die ganze Türkei zu reiten. Kann ich euch noch behilflich sein? Nur auf der See brauchst du länger. Gut, dann wollen wir die Runde beenden. Wir haben auch wirklich schon eine Menge erforscht. Jetzt alleine schon das macht eine Menge aus. Das könnte uns später im Krieg weiterhelfen. Wenn wir da die ganzen Forschungen dann nochmal nutzen können. Deswegen möchte ich ja gerade, dass die Region da unten ziemlich auf Forschung getrimmt ist. Ein Kliekchen. Sollte gut helfen. Die Kämmerer sind wieder tot. Oh, und die Steppenhorde ist wieder mit mir benachbart. Seid gegrüßt! Ich hoffe, ihr... So. Bei allen Güter. Wir sind kein geduldiges Volk. Daher seid willkommen. Sprecht klar. Na gut, dann nicht. Wie kann ich dem Volk dienen? Ich würde... Ich schicke mich hier mal hoch. Ich lasse mal weiter segeln. Oh, nicht so, dann werden die ganzen Sachen hier fertig. Zwischen Polis. Wie sieht's denn hier aus? Nächste Runde ist auch hier alles fertig. Und schnell in Odeon. Ich glaube, wir bauen dich dann doch auf Nahrung. Ich glaube, das wäre besser. Draus. Sieht es eigentlich hier unten aus? Oh, hier wird sich eigentlich nie was tun, wahrscheinlich. Wachstum ist hier gar nicht mehr gefordert. Von daher. Naja. Das Eisen hätte ich schon gerne. Aber 7700 pro Runde ist ein gutes Maß, um eine Menge zu bauen hier. Zieht eure Ahnen zu Rate, doch ihr werdet den Wert des Angebots erkennen, das ich euch von meinem Volk bringe. Geben komplett ihre Freiheiten auf, damit ich sie schütze. Die haben eine hohe Meinung von mir.
Schutz, Besitz, Interesse. Militärisch eher wenig. Ständig. Gehen wir den nicht an Gaspakt. Die Geister haben uns zur Vernunft und Einigung. Dann wären aber wenigstens alle Steppenvölker weg. Ich ahne schon, wer der nächste große Gegner sein wird. Es ist überhaupt gar nicht die Art von Nation, gegen die ich kämpfen möchte, weil ich ja bei der Infanterie halt eigentlich chancenlos unterlegen bin. Bevölkerungsüberschuss in Mesopotamien und in Galatia und Kappadokia. Bauen wir jetzt hier mal richtig weit. 8800, ey. Oh, geil. Geil. Was bauen wir jetzt hier eigentlich? Tempel. 6 Zufriedenheit, super funktioniert. Muss ich mal noch ein bisschen mehr rein. So. So, meine Spionin, die müsste nächste Runde im Pella sein. Schlechtes Wetter. Was haben wir jetzt hier eigentlich für einen Fluss? Balkan reduziert sich immer noch. Aber Kälte steigt. Fast nur hellenisch. So. Gut, und ich sehe gerade wieder auf die Uhr. Wir haben unser Limit mal wieder erreicht. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.